Bună ziua und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Modern Rumänisch mit Duolingo. Und heute kommen wir zum letzten Teil der Nationen. Und schauen wir doch mal. Beim letzten Mal konnte ich mir ziemlich viel allein schon hier herleiten, eigentlich sogar alles, was davor kam. Was haben wir denn diesmal? Turcia. Turk ist, denke ich mal, beides türkisch. Portugalia, Portugues, ist, denke ich mal, auch eindeutig mit Portugiesisch. Und Malaysia klingt sehr nach Malaysia. Das sind jetzt nur Vermutungen, das ist die Vorschau, die wir kriegen. Mal gucken, was noch dahinter steckt. Turci vin din Turcia. Turci vin din Turcia. Okay, Türken kommen aus der Türkei. Das ist sehr offensichtlich, finde ich. Turks. Nein, Turks. So. Come from Turkey. Türken kommen vom Truthahn. Naja, nicht ganz. El este pe jumătate portughez și pe jumătate american. Jumătate. Das klingt so nach Nationalität. Oder Herkunft. Weil Nationalität müsste eigentlich sowas wie Nationalitate oder sowas sein. Jumătate. Ah, das war die Hälfte. Ich wusste, das Wort kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte es nicht mehr zuordnen. Ah, pe jumătate. Stimmt, das sind mit Präpositionen. Es ist zur Hälfte. Ah, alles klar. Okay, er ist zur Hälfte Portugiese und zur Hälfte Amerikaner. Gut. He is half Portuguese. Moment, schreibe ich mal groß. Ich glaube, das muss man in Englisch groß schreiben. Doch, war so richtig. Portuguese and half, nein, half American. Jawohl. Turci vin din Turcia. Das hatten wir vorhin. Turci vin din Turcia. Alles klar. Ja. Türken kommen aus der Türkei. Voi sunteți malaysieni? Voi sunteți malaysieni? Seid ihr oder sind sie? Seid ihr. Sind sie war dumnea vostra und nicht voi, glaube ich. Ich glaube, voi kann man dafür nicht verwenden. Voi sunteți malaysieni? Seid ihr Malaysia? Sagt man das so auf Deutsch? Weiß ich nicht. Are you... So, Malaysia. Ich schreibe mal. Wäre es nur Malay? Oder Malaysian? Das weiß ich gar nicht. Ich schreibe mal Malaysian. Ich glaube, so war das, ne? Ist nur eine Vermutung. War richtig, okay. Malay ist, glaube ich, nur die Sprache. Oder? Glaube ich. Malaysia nu este foarte mare. Malaysia nu este foarte mare. Okay, Malaysia. Is not very, forte heißt very, also sehr, mare, big, groß, so, also Malaysia ist nicht sehr groß, genau. El este pe jumătate portughez și pe jumătate american. Okay, el este pe jumătate, das war jumătate, ne, jumătate portughez și pe jumătate american? Nochmal. El este pe jumătate portughez și pe jumătate american. Ich glaube schon. Jawohl. Er ist zur Hälfte Portugiese und zur Hälfte Amerikaner. Portugalia și Spania sunt frumoase. Portugalia și Spania sunt frumoase. Ich denke, das kann man sich auch herleiten. Frumoase ist schön. Also sind Portugal und Spanien schön. Portugal and Spain are beautiful. Genau. Jawohl. Voi sunteți turci. Voi sunteți turci. Seid ihr Türken oder türkisch oder so? Are you Turkish? Jawohl. Mama mea este turcoaică. Mama mea este turcoaică. Meine Mama oder meine Mutter
Ich glaube, das ist auch das Wort für Mutter. Ich kenne zumindest kein anderes Wort. Also ist das nicht nur ja, was Kinder sagen unbedingt, sondern auch diese Anführungszeichen offizielle Begriff Mutter ist, glaube ich, auch das, auch Mama. Ich habe zumindest noch nichts anderes gehört bei Rumänisch im Moment. Oder mir fällt einfach nichts anderes ein. Aber ich glaube, das war Tată und Mama. Also Papa und Mama. Vater und Mutter, glaube ich zumindest. Naja, egal. Oder auch nicht eigentlich. Aber übersetzen wir mal den Satz hier. My mother is Turkish. Oder eine Türkin oder wie auch immer. Meine Mutter ist türkisch, ist eine Türkin. Jawohl. Americani sunt mândri. Americani sunt mândri. Ich glaube, mândri heißt stolz. Und das passt doch ziemlich gut zusammen. Americans are proud. Jetzt lass mich nicht im Stich, das heißt auch bestimmt stolz. Mündri. Jawohl. Wissen wir doch. Wir kennen doch unsere Amerikaner. So. Sunt Mündri. Ah, da haben wir nochmal das Gleiche, genau. Jetzt haben wir hier ganz schön viele Formen, ne? Ich kann nicht zu allen was sagen. Ich könnte zu einigen was sagen. Aber ich habe jetzt schon vergessen, hatten wir jetzt Amerikani oder Amerikani? Ich sag mal Amerikani. Mist. Okay, es waren doch, war dann doch die Version mit zwei I. Also die Amerikaner und nicht einfach nur irgendwelche Amerikaner. Weil im Deutschen, das ist wieder so, das kenne ich auch vom Französischen, das ist dann hier anscheinend auch so. Wenn man allgemeine Aussagen macht, dann muss man hier anscheinend sagen, die Amerikaner. Ja? Aber wir können ja auch sagen, Amerikaner sind stolz. Also als allgemeine Aussage über Amerikaner. Amerikaner, so, genau, sozusagen. Ja, wie gesagt, so als allgemeine Aussage. Ne? Im Französischen zum Beispiel muss man auch sagen, les Américains, also die Amerikaner. Und das ist dann hier anscheinend auch so, nehme ich an. Okay, dann versuche ich mir das zu merken. Eu nu sunt malaysian. Eu nu sunt Malaysian. Okay, ich bin nicht malaysisch oder ich bin kein Malaysier oder so. I am not Malaysian. Eu învăț portugheza. Eu învăț Portugieser. Jetzt muss ich überlegen. Inwards. Das klingt irgendwie wie invite. Aber heißt es das auch? Wahrscheinlich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, was es sonst heißt. Was? Ah, das war lernen. Inwards. War lernen. Alles klar. Das heißt dann also, ich lerne Portugiesisch. I learn na, das schreibe ich groß. Portuguese. Genau. Limba Portugaliei, Chia Brasiliei este. Ah, jetzt, okay, ich weiß, was der Satz heißt. Ich frage mich nur gerade, warum da erst steht. Ah doch, ich glaube, ich blick durch, ich blick durch. Ich habe gerade überlegt, was das A da soll. Aber ich glaube, ich weiß es. Ist ja Limba. Limba ist ja die Sprache. Und Portugalier ist der Genitiv von Portugal. Und es ist dann heißt dann übersetzt die Sprache Portugals. Also es ist nicht zum Beispiel die portugiesische Sprache. Nein, es ist die Sprache Portugals, also die Sprache des Landes Portugal. Und dann steht dahinter Ski und dann a Brasiliei. Ja, a Brasiliei ist dann Brasiliens. Also, warum muss da das A davor? Ich habe gelernt, ich weiß nicht, warum das im Rumänischen so ist, aber ich habe gelernt, dass es so ist, wenn zum Beispiel Personalpronomen, wenn ich zum Beispiel deins, meins und deins und seins und ihres und unseres und eures und sowas, wenn ich solche Sachen alleine stehen lasse, muss ich im Rumänischen immer ein A davor setzen.
Ich weiß nicht, was A an sich heißt, ob es überhaupt alleine stehen kann, ob das alleine eine Bedeutung hat, aber ich weiß, ich muss in solchen Situationen immer ein A davor setzen. Und anscheinend gilt das auch für den Genitiv. Wenn der Genitiv alleine steht, braucht er auch ein A davor. Das würde dann Sinn ergeben. Genau. Das habe ich gerade herausgefunden. Dann habe ich es geklärt. Ach, freue ich mich gerade, dass ich hier was herausgefunden habe. Dass ich mir etwas selbst erklären kann. Ich bin so schlau. Okay. Die Sprache Portugals und Brasiliens, also die Sprache Portugals und Brasiliens ist offensichtlich Portugiesisch. Das könnte man sich fast denken. Aber was ist die richtige Form? Und es ist ja Limba, Portuguesa, ne? Limba ist weiblich, Portuguesa ist weiblich. Deswegen nehmen wir auch die weibliche Form. Und die einzige weibliche Form hier, die ich hier sehe, ist Portuguesa. Jawohl. Are you Malaysian? Du jest Malaysian? Ich glaube, so war das, ne? Nee. Ach so, Malaysia. Ich hab Malaysian gesagt, aber habe es nicht geschrieben. Denn das ist umgekehrt, ne? Im Deutschen sprechen wir ja das S gerne mal als S aus, in der Mitte von einem Wort zum Beispiel. Oder am Anfang von einem Wort. Also nicht am, das wäre die Auslautverhärtung, die ich auch in der letzten Folge angesprochen habe. Also nicht am Ende einer Silbe. Überall sonst sprechen wir das S so stimmhaft aus. Sonst eher S, wie unser SZ ungefähr. Und das Z sprechen wir als Z aus. So, im Rumänischen ist es umgekehrt, also nicht ganz umgekehrt, aber so ähnlich wie umgekehrt, wie auch in vielen anderen Sprachen. Das S ist immer S, immer stimmlos, egal wo es ist. Und das Z ist immer stimmhaft, immer S, egal wo es steht. Ich habe das richtig gesagt, aber das Falsche geschrieben. Ich habe Malaysian geschrieben, es heißt aber Malaysian, obwohl ich Malaysian geschrieben habe, gesagt habe, meine ich, nicht geschrieben, gesagt. Jawohl, dann hätte ich das auch geklärt. Ja, Malaysian. Muss ich mir merken. Janu jestedin Turcia. Ja. Ich könnte es wieder ins Deutsche übersetzen, aber dann. Weil das da rechts ist Genitiv und Dativ. In beiden Fällen der Türkei. Und wenn ich dann sage, ja, aber ich sag doch im Deutschen nicht, sie kommt nicht aus der Türkei, und dann sage ich, stell ich fest, oh doch. Aber im Rumänischen benutzt man da den Nominativ, Akkusativ, ist ja beides das gleiche im Rumänischen. Ja, und dann ist es Turcia. Also ja, nun jeste din Turcia. Ganz normal, die Grundform sozusagen des Wortes. Genau. Portugal und Spanien sind schön. Okay, wie war das nochmal mit Portugal? Was war nochmal das rumänische Wort für Portugal? Portugalia oder Portugal? Portugalia oder Portugal? Portugalia. Okay, gut, muss ich jetzt spicken. Ich war mir nicht mehr sicher. Portugalia, Spania, was glaube ich? Sund. Das sind weibliche, also Länder sind weiblich in den allermeisten Fällen, soweit ich weiß. Ne? Das erkennt man auch eigentlich auch an dem A am Ende. Deswegen schreibe ich hier jetzt die weibliche Form. Und das war, soweit ich weiß, Frumoase. Also weiblich und Pluralform. Meine Güte, jedes Mal, wenn der so lang braucht, denke ich, es war falsch. Ist aber nicht. Naja. I learn Portuguese. Inverts Limba Portuguesa. Genau. Ach, nee, nicht das. Der Rest sind andere Sachen. Genau. Sunt mândri, also sind stolz. Genau, Americani. Da habe ich ja gelernt, anscheinend muss man im Rumänischen für allgemeine Aussagen die Form mit den zwei I nehmen. Also die bestimmte Form, die Amerikaner. Und nicht einfach nur Amerikaner sind stolz, sondern die Amerikaner sind stolz. Alles klar. Gut, dann wäre das auch wieder geschafft.
Und somit hätten wir auch diesen Skill geschafft. Tada. Und kriegen auch eine Belohnung dafür. Tada. So kommt gar keine Musik mehr. Ich will mich feiern lassen. Ich habe was geschafft. Naja, egal. So, das heißt, das war der Skill Nations. So hieß der doch, ne? Genau, Nations. Als nächstes kommen dann anscheinend die Politics, wenn ich nicht zwischendurch irgendwas stärken muss. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. La revedere. Bum 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja.